Also die Idee hinter dieser Platte ist, dass man sich fragt, gibt es Musik, die sozusagen eine andere Emotion hervorrufen kann, und zwar, wo es einen aus dieser Welt herausnimmt. Und ich war und bin immer fasziniert gewesen von dieser Idee von Sphären und Sphärenmusik. Damals war das von Pythagoras eine Idee gekommen, dass die Planeten Musik machen, wenn sie sich bewegen. Ob das stimmt oder nicht, wissen wir nicht. Aber ich fand diese Idee so kurios. Und die ganzen Wissenschaftler und Musiker über die Jahrhunderte haben das fasziniert. Und viele haben Musik darüber geschrieben. Und meine Idee war zu suchen, heutzutage gibt es Musik, die diese Idee widerspiegelt. It's this amazing building we're recording in that was the home of the East German Broadcast Corporation, which is amazing, and it's very oldie-worldy and hasn't really changed a lot, I think, in 60 years. Eine andere Idee hinter Sphären ist, dass man sozusagen sich wieder trifft. Das heißt, Bach trifft auf Gabriel Prokofjew. Wir schauen, ist diese Musik verbunden irgendwo? Und natürlich ist es, auch über die Jahrhunderte. Für mich ist es wichtig, egal was für Musik man spielt oder wie es strukturiert ist, dass man das mit so einer Leidenschaft und so einer Hingabe macht. Und bei dieser CD war es so, viele von den Stücken sind sehr einfach von der Aufmachung. Da gibt es ganz klare Harmonien. Wir haben immer versucht, alles sozusagen zu geben und tief in diese Melodie reinzutauchen. Ich bin sehr froh, dass Komponisten heutzutage auch Mut beweisen, Mut haben, um Melodie zu schreiben. Weil Melodie ist das, was, finde ich, das menschliche Gehör anzieht. Die Frage ist, wie kann man es präsentieren in einer Art und Weise, die es noch nicht gab. Und das ist die große Herausforderung für alle Komponisten heute. Tell us a little bit about Biafra. What does that mean? Where does this piece come from? So Biafra was from a project I've recently worked on for a film about a photographer called Don McCullen, who took some amazing photos of all these wars throughout, from Vietnam to Biafra and all through the 60s and 70s and 80s for the Sunday Times magazine. This specific part of the film looked at an orphanage that McCullen found and came across with 800 kids that, when he turned up, thought he was there to save them. Of course, he wasn't. He was there to take photographs. So that piece really came out of, inspired by his photographs, really, which is a new experience for me, kind of writing music to these black and white photographs from 40 years ago. Meine Frage ist immer, was kommt jetzt? Was ist der Sound von heute? Und ein Gabriel Prokofjew zum Beispiel oder ein Carsten Gundermann, das sind junge, sehr offene Komponisten, die suchen nach ihrer Ausdrucksart. Und ich bin der Meinung, dass die Melodie doch wiederkommt in dieses Jahrhundert. Und ich finde das gut.